Auch nochmal herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Jörg Linge. Ich möchte einfach jetzt mal so ein bisschen was noch erzählen über PNP von Nagios, das Projekt, wie es entstanden ist, ein paar Details, ein paar Grundlagen nochmal wiederholen und hoffentlich auch so ein paar Neuigkeiten zeigen, was sich so in den letzten, ja, also im letzten Jahr entwickelt hat, auch in Zusammenarbeit so mit Sven Jelein und Matthias Kettner. Wir haben viel zusammengearbeitet in letzter Zeit. Ich möchte einfach mal so ein paar Sachen zeigen, was sich so getan hat. Ja, grundsätzlich erstmal zu, was ist PNP von Nagios? Wir haben eben schon den Kakti-Vortrag gehört. PNP von Nagios verarbeitet auch Performance-Daten von Nagios, speichert diese in RAD-Tool-Datenbanken und visualisiert auch entsprechend mit RAD-Tool. Sprich, wir haben hier ein einfaches Tool, das aus dem Nagios oder Isinga Web Interface leicht auf die entsprechenden Graphen zum Services verlinken kann. Wir haben also kurze Wege wirklich vom Alarm zum Graphen, der uns dann das entsprechende Mehrwert liefert. Dokumentation dazu. Ich blende unten immer mal so ein bisschen Links noch ein, die sind dann auch in der Folie klickbar, wo es dann weitere Informationen gibt. Ja, PNP von Nagios ist etwas älter schon, 2005 als Idee geboren, auf dem ersten Nagios-Workshop in Kassel. Es gibt sogar Leute, die damals noch dabei waren, hier sitzen sie noch im Raum. Wirklich als Projekt aktiv seit 2006. Wir haben uns dann in Erlangen zusammengetan mit ein paar Leuten, die gesagt haben, ja, lass es uns weiterführen. Und seit der Version 04 bei SourceForge wirklich als Projekt gehostet. Und aktuell sind wir bei der 0616 seit zwei Tagen oder drei Tagen. Erstmal grundlegend nochmal zur Wiederholung. Performance-Daten. Was sind Performance-Daten? Nagios-Plugins liefern in ihrem Plugin-Output standardisierte Performance-Daten. Sprich, es kommt der Output raus des Plugins, was es halt so in Prosa liefert und danach noch genormte Performance-Daten und genau diese Daten verarbeitet PNP von Nagios und auch nur diese. Alles, was im Output steht als Prosa, wird von Nagios ignoriert und ist auch nicht irgendwie einbindbar. Das Format der Performance-Daten ist genormt und ist halt leicht parsbar und das ist der Grund, warum wir auch nur mit Performance-Daten arbeiten. Die sind fest definiert. Das Parsen vom Output, wie man es vom alten Nagios-Grapher kannte, das kann halt scheitern, weil der Output sich ändert zwischen Warning. Okay, beim OK hat es noch gepasst, beim Warning schon nicht mehr. Auf sowas wollten wir uns gar nicht einlassen. Und wir wollen einfach die existierenden Standards, nämlich die Performance-Daten, die schon seit Jahren, seitdem es Nagios gibt, eigentlich existieren, wollen wir einfach fördern. Und wenn ein Plugin Performance-Daten liefert, dann funktioniert es einfach. Dann ist nichts zu tun. Wenn es keine Performance-Daten liefert, passiert auch nichts. Wenn wir, bitte. Wir haben es jetzt selber nicht im Einsatz, wir haben jetzt einen Nagios-Graver. Wie ist das mit den Performance-Daten? Heißt das alles, was bei einem Plugin nach der Pipe kommt? Kommt gleich. Geh gleich im Detail drauf ein. Gut. Nächstes Slide, da sind sie. Okay, der Plugin-Output, wie gesagt, besteht aus zwei Teilen und wird durch ein Pipe-Symbol getrennt. Ich sage jetzt mal, der Plugin-Output auf der linken Seite im Prosa kann sich jederzeit ändern, ist nicht fest genormt. Aber die Performance-Daten, die wir danach sehen, die sind genormt. Und genau die brauchen wir für PNP, um überhaupt Graphen erzeugen zu können, oder besser gesagt, die Daten überhaupt speichern zu können. Mit Sternen gekennzeichnet, die Werte, die wir wirklich brauchen, das sind die, die Werte brauchen wir halt, der Rest ist halt optional. Das heißt, die einfachsten Performance-Daten, die wir jeweils haben können, ist zum Beispiel, wäre jetzt hier, RTA ist gleich 2,687 so. Das wäre das Einfachste, was wir brauchen. Mehr ist es nicht. Der Rest ist einfach noch zusätzliche Info. Und jeweils halt, wenn noch mehrere Metriken kommen, durch Leerzeichen getrennt, wiederholt sich das beliebig oft. Mehr ist es nicht. Ganz einfach. Ein Plugin muss das liefern und das ist eigentlich relativ simpel. Es ist genormt und wenn das so funktioniert, wenn das so geliefert wird, funktioniert PNP und es werden Graphen erzeugt. Was habe ich jetzt eigentlich für Mehrwert durch Graphen? Also wir hatten es eben schon bei Kakti. Es ist schön zu wissen, dass ein Filesystem vollläuft, dass Schwellwerte überschritten sind. Aber viel wichtiger ist für mich, ob ich abends um 22 Uhr noch was tun muss oder ob ich um 22 Uhr einfach sagen kann, bis morgens um 7 reicht das noch locker. Also muss ich jetzt was tun, weil das Filesystem so schnell vollläuft oder reicht es am nächsten Morgen? Wie schnell läuft was voll? Das ist halt der Mehrwert, den Nagios so ohne weiteres erstmal nicht liefern kann. Nagios kann nur alarmieren, Nagios kann sagen, ein Schwellwert ist überschritten. Aber wie schnell das passiert und wie der Trend sich abzeichnet bis dahin, dafür ist halt PNP da, um das alles noch darzustellen und halt für verschiedene Hosts und Services auch vergleichen zu können.
Datenhaltung. InGraph setzt auf MySQL-Datenbank, wir setzen hart auf RAD-Tool, genauso wie es Cacti auch tut. Wir benutzen RAD-Tool zum Speichern der Daten und wir benutzen es genauso gut zum Anzeigen. Dafür ist RAD-Tool einfach effektiv, es wird aktiv entwickelt, das gibt es schon seit Jahren und wir haben auch keine Einschränkungen auf die RAD-Tool-Version. Also PNP funktioniert auch mit dem RAD-Tool 1.2, 1.1, 1.4 aktuell. Da haben wir keine Einschränkungen drin, es sei denn, Graphen benutzen irgendwelche neuen esoterischen Funktionen, die es noch nicht in der verwendeten RAD-Tool-Version dann halt gibt, dann wird es einen Fehler werfen. Aber ansonsten gibt es keine Einschränkung von PNP selbst auf die RAD-Tool-Version. Nochmal dazu Infos über RAD-Tool, sehr gut dokumentierte Seite, Doku und die Beispiele sind sehr gut dazu. Warum wir uns für RAD-Tool entschieden haben, also erstmal, eine RAD-Datenbank wächst nicht. Wenn sie angelegt wird, hat sie schon ihre endgültige Größe, ihre endgültige Struktur. RAD-Tool selbst ist sehr stabil und was für uns wichtig war, die Graphing Engine war mit implementiert. Wir brauchten da nicht nochmal das Rad neu zu erfinden. Das war da, gibt es seit Jahren. Was ich hier noch als Vorteil, ne, die Stabilität und kein Datenwachstum ist auch gleichzeitig das Nachteil. Statische Datenbanken. Statische Datenbank bedeutet, ich muss mir schon in dem Augenblick, wo eine RAD-Tool-Datenbank erzeugt wird, muss ich mir schon klar sein, wie die aussieht. Weil nachträglich die Datenbank zu ändern, ist nicht so einfach. Wir haben standardmäßig, speichern wir 4 Jahre und fangen an, die Daten, je älter sie werden, zu verdichten und haben damit in etwa eine Datenbankgröße von 300 Kilobytes pro RAD, pro Datensatz, pro Metrik. Und daran sieht man jetzt auch schon, man kann RAD-Datenbanken eigentlich nicht für SLA-Reports verwenden, weil die Daten vor einem Jahr werden verdichtet, sie werden immer grober. Aber dafür habe ich halt kein Datenwachstum und auch wenig Daten auf der Platt. Moment. Also ich weiß jetzt zum Beispiel vom IT-Cockpit, die machen das so, dass sie... Nimm mir doch nicht alles vorweg. Okay. Kommt. Wir sind noch beim Basics. Ja, also im Endeffekt, normalerweise Daten werden verdichtet. Herr Kettner hat natürlich recht. Das lässt sich umgehen. Aber im Standard ist es so, dass wir ein bisschen konservativ an die Sache rangehen und sagen, selbst wenn jemand einfach den Standard benutzt, kommt er erstmal zurecht, wir verdichten. Da läuft nicht gleich mit 50 MB RAD-Datenbanken gleich die Platte voll. Ne? Wer sowas wirklich dann im Detail haben möchte, da können wir uns auch gerne hinterher nochmal drüber unterhalten, was wir da für Ideen haben. Sowas zu realisieren und wirklich keine Daten wegwerfen zu müssen. Datenhaltung mit RAD-Tool. Ich habe schon erwähnt, die Datenbanken sind statisch. Wir haben zum Beispiel jetzt beim Beispiel Check ICMP haben wir eigentlich 2 Metriken, die RTA und Packet Lost. Wir haben es früher so gemacht, dass wir diese beiden Metriken in eine RAD-Tool-Datenbank geschrieben haben. Das bedeutet, wenn jetzt das Plugin sich ändert und noch 2 weitere Metriken dazukommen, wie jetzt zum Beispiel passiert bei diesem Plugin, haben wir ein Problem, weil die Struktur ist für 2 geschaffen und jetzt kommen 4 Daten rein. Das heißt, ich kann es nicht mehr reinschreiben. Und nachträglich ist es nicht so einfach, die Datenbank wieder auseinanderzuflöhen. Deshalb haben wir hier eigentlich schon mit Version 0.6.3 war es, meine ich, den Storage Type Multiple eingeführt. Sprich, wir sind jetzt in der Lage, für jede einzelne Metrik noch eine RAD-Datenbank anzulegen. Und dann darf halt auch ruhig eine dazukommen, ohne dass wir jetzt nochmal an die RADs dran müssen. Das heißt, jede Metrik, jede Datenquelle bekommt eine eigene RAD-Datenbank. Sie dürfen jetzt variieren. Die Struktur ist weiterhin in einem dazugehörigen XML drin. Das heißt, da darf was wegfallen, da darf was dazukommen. Und die ganze Sache ist einstellbar. Mittlerweile auch supported global, dass man halt global auf Multiple umstellt, ohne seine alten RADs zu verlieren. Oder man macht es halt nur für die Services, wo man weiß, dass die Metriken eher variabel sind, wie zum Beispiel die Anzahl der Oracle Tablespaces. Da kommt mal eins dazu und dann will man nicht gleich seine Graphen wegschmeißen. Da unten auch die Links wieder zur Doku, wo genau erklärt wird, wie man es einstellt. Und wir haben auch einen Konvertierer-Skript, RAD-Convert, das die RAD-Datenbanken aus einer großen mehrere kleine machen kann.
Gut, kommen wir weiter. Das war erstmal die Datenhaltung von PNP, wie wir mit RAD-Tool umgehen. Jetzt kommen wir zu der Nagios- oder auch Isinga-Seite. Also jedes Mal, wenn ich jetzt Nagios sage, trifft das auch auf Isinga zu. Könnt ihr austauschen, wie ihr wollt. Ich bin es halt gewohnt, seit Jahren Nagios zu sagen. Ja, die Kunst. Die Kunst, Daten zu sammeln. Das ist das, was Nagios uns zur Verfügung stellt an Infos. Es hängt alles stark davon ab, wie groß meine Installation ist. Habe ich eine kleine Installation? Habe ich verteiltes Monitoring? Darauf geht es jetzt eigentlich ab, wie konfiguriere ich mein PNP, wie sammle ich Daten oder was sage ich Nagios, wie PNP erreichbar ist. Fangen wir mal mit dem simpelsten und einfachsten Mode an, den Synchronous Mode. Wirklich nur für sehr kleine Installationen. Bedeutet, nach jedem Check, den Nagios ausführt, wird zusätzlich nochmal der Datensammler von PNP angeschmissen. Das heißt, ein Check erzeugt auch einen Prozess zum Speichern der Daten. Und das Problem ist, dass in dieser Zeit Nagios wirklich geblockt wird, solange wie die RAD-Datenbanken abgedatet werden. Für kleine Installationen. Ich habe danach immer noch mal Schaubilder. Nagios führt ein Plugin aus, das Ergebnis kommt zurück, es werden Performance-Daten verarbeitet, es wird das Process Perf Data Script ausgeführt, RAD ist geschrieben, XML geschrieben. Das ist, normalerweise müsste man hier einen Stempel drüber machen, nicht mehr benutzen. Das war 2004, so haben wir angefangen, es wird aber immer noch supported. Also wer es damals so eingerichtet hat und es heute noch so verwenden will, wir schmeißen keinen Mode weg, wir supporten es weiterhin. Was sich danach entwickelt hat, haben wir Bulk Mode genannt. Wir haben jetzt Nagios einfach für eine gewisse Zeit Daten sammeln lassen, erstmal eine Datei schreiben lassen. Diese Datei wird nach einem bestimmten Zeitpunkt standardmäßig 15 Sekunden geschlossen und an PNP übergeben. PNP arbeitet dann diese Datei ab, verarbeitet alle Daten, die da drin stehen, wird also nur einmal alle 15 Sekunden aufgerufen, um dann die Daten im Bulk komplett abzuarbeiten. Blockt aber Nagios immer noch für die Zeit, wie Nagios PNP aufruft, PNP arbeitet und dann im Endeffekt die Datei löscht. Weil Nagios darf erst danach, oder Isinga auch, erst danach wieder den File-Handle aufmachen, um nichts zu überschreiben. Auch hier haben wir wieder Blocking, nur wesentlich weniger als vorher. Wir haben weniger Prozesse. Im Endeffekt sieht es im Schaubild dann so aus. Sieht man das hinten auch noch, die unteren Zeilen? Geht das noch? Gut. Im Endeffekt, hier auch wieder Stempel drauf. Heute nicht mehr. Kommen wir zum nächsten. Das ist alles so die Historie seit 2004. Das ist jetzt für größere Installationen, aber der Overhead ist eigentlich gar nicht so schlimm fürs Administrieren. Wir haben jetzt versucht, dieses ganze Blocking vom Nagios oder vom Isinga wegzubekommen und haben gesagt, okay, wenn Nagios jetzt also einen Spool-File schreibt und mir erstmal für 15 Sekunden alles sammelt, dann ist es erstmal das Schnellste, diese Datei erstmal woanders hinzuschieben. Damit ist Nagios sofort wieder frei. Nagios verschiebt die Datei also nur in das Spool-Verzeichnis, lässt sie dort liegen und macht sofort mit dem Monitoring weiter. Das heißt, das Blocken ist immer noch ein minimales Blocken, nämlich so lange, wie Nagios braucht, die Datei zu verschieben. Und das ist im gleichen Filesystem eigentlich nur ein Umbiegen eines Inodes. Das ist eigentlich kein Overhead mehr, den wir wirklich beachten müssten. Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch zusätzlich einen Daemon, das ist der NPCD, der Nagios Performance C Daemon, vom Hendrik Becker der Name entstanden. Der überwacht jetzt das Verzeichnis, wo Nagios die ganzen Dateien hingeschoben hat und macht einfach nichts anderes, als alle paar Sekunden zu gucken, gibt es eine neue Datei und sie zu verarbeiten. Das Ding macht eigentlich nicht viel, außer darauf zu achten, wie viele Prozesse habe ich schon gestartet, wie hoch ist mein Load. Ich kann zum Beispiel einstellen, dass ich bei einem Load von 20 zum Beispiel die Performance-Datenverarbeitung bremsen will, damit ich nicht noch zusätzlich Load erzeuge. Aber im Endeffekt haben wir hier jetzt eine Lösung, die komplett entkoppelt ist vom Nagios. Wir haben kein Blocking mehr drin und dieser Mode ist eigentlich ja, einer mit der performantesten. Aber es ist trotzdem nicht der letzte, den ich vorstellen will. Wir haben insgesamt 5. Das ist der dritte. Dann nochmal ein Schaubild. Nagios schreibt ein Spool-File. Nagios selbst verschiebt das File in das Spool Directory. Der NPCD überwacht das Spool Directory und macht entkoppelt vom Nagios Daemon die ganze weitere Verarbeitung. Der Rest ist wieder gleich. Also immer wenn Process Perf Data kommt, der Rest ist identisch. Verhält sich immer gleich, nur halt die Entkopplung vom Nagios ist hier halt gewährleistet. Dann kamen wieder Anforderungen.
Ich habe noch einen Nagios-Graffer im Einsatz, möchte aber trotzdem PNP schon mal probieren. Aber der Nagios-Graffer hat die gleichen Optionen im Nagios schon belegt gehabt. Also haben wir auch eine Möglichkeit geschaffen, diese ganze Konfiguration, also alles, was Nagios tut, 15 Sekunden, Dateien speichern, wegschreiben, in ein eigenes Modul auszulagern und somit wieder die Routinen vom Nagios wieder frei zu machen für andere Tools, die es da gibt. Und somit sind wir komplett autark. Das heißt, das Modul npcdmod.o ist ein Event-Broker-Modul in C geschrieben, natürlich, wird geladen und kümmert sich eigentlich um alles, was PNP braucht. Es ist da eigentlich keine Konfiguration mehr zu machen, außer das Modul laden. Performance-technisch, wenn man sich das Schaubild anschaut, genau das gleiche wie im letzten Mode, nur halt weniger Konfiguration. Wir sehen den NPCD-Mod im Bauch vom Nagios geladen, der sich jetzt halt um das Ganze kümmert und damit sind wieder die ganzen Performance-Daten-Routinen, die halt im Nagios vorhanden sind, wieder frei. Performance-technisch keine Änderung. Ja, das ist das, was man kennt. Und dann kam Mod Gearman. Wer war heute Morgen bei dem Vortrag dabei? Performance-Vergleich? Ja, ne? So einige, genau. Ja, Mod Gearman kann ganz schön was an Daten liefern und kann Nagios ganz schön groß machen. Also da geht schon was. Und ich habe damals relativ eng mit dem Sven Nierlein zusammengearbeitet und das einfach auch die Unterstützung auch ins PNP eingebaut. Sprich, Mod Gearman geht jetzt her, da die Performance-Daten im Nagios Core ja sowieso vorliegen, Mod Gearman sie sowieso kennt, schreibt Mod Gearman diese Daten aufbereitet für PNP einfach in eine Queue. Und PNP arbeitet jetzt nicht mehr, wird jetzt nicht mehr alle in Sekunden irgendwo gestartet, sondern läuft als Daemon, connectet sich zur Gearman Queue und wartet einfach darauf, dass da Jobs reinkommen. So die ersten Tests hier auf dem kleinen MacBook haben so circa 470 RD-Updates pro Sekunde hingekriegt in der virtuellen Maschine. Was wir dadurch noch eigentlich geschenkt bekommen, ist die Netzwerktransparenz. Das ist bedingt durch den Gearman und Gearman Daemon und Mod Gearman. Wir können jetzt wirklich sagen, wir wollen eine Maschine haben, nur für PNP, nur fürs Graphing komplett abgesetzt, weil wir jetzt die Netzwerktransparenz durch Mod Gearman wirklich drin haben. Die rote Linie kann jetzt beliebig Netzwerk dazwischen sein. Kann eine andere Maschine sein, kann die gleiche Maschine sein, das ist jetzt egal. Im Endeffekt kümmert sich Mod Gearman um die ganze Verarbeitung, befüllt seine Queue auf dem Gearman Daemon Job Server und PNP läuft jetzt als Daemon, connectet sich zum Server über TCP. Feature Request ist schon, sich auch an zwei Gearman Server connecten zu können, das werden wir auch noch einbauen. Und startet entsprechend eine gewisse Anzahl von Schaltprozessen, die dann halt die Arbeit tun. Auch einstellbar, je nachdem, wie viel Cores ich auf der Maschine habe, kann ich da auch mal 8 Schaltprozesse nochmal starten und dementsprechend alle Cores ausnutzen. Also ich hoffe mal, alles was Nagios jetzt dank Mod Gearman an Performance rausholt, können wir auch hinten verarbeiten, was vorne reinkommt. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, das zu den Datensammlern, für die meisten, die PNP kennen, ist das jetzt eine Wiederholung gewesen, bis auf Gearman hoffentlich. Bis hierhin Fragen, ansonsten würde ich gerne weitermachen, so ein bisschen nochmal ins Webinterface einzugehen. Das PNP Webinterface ist eigentlich nicht dafür gedacht, als eigenständiges Tool dazustehen, sondern es ist immer dafür gemacht, dass man eigentlich PNP aufruft aus einem Nagios, aus einem Mesinga, aus einem Mesinga Web raus, aus einem Truck raus. Also deshalb gibt es eigentlich nicht diese große Menüstruktur, wie wir sie eben von Kakti gesehen haben. Man kann nicht durchbrowsen, man kann nicht da großartig seine Hosts sortieren, weil es ist eigentlich immer nur eine Erweiterung zu einem bestehenden Interface. Deshalb ist der wichtigste Punkt eigentlich, wenn ich jetzt auf mein Host-Problem klicke, dass ich jetzt in den PNP-Graphen entsprechend springe, der mir alle Graphen anzeigt für diesen Host, was in der Regel dann über die URL realisiert wird. Man springt in den Graph-Controller, übergibt noch als Host-Option den Hostnamen und bekommt dann die Ansicht für die Hosts und für alle Services. Sieht dann etwa so aus.
das Webinterface von PNP. Wir haben Zeitbereiche, die frei definierbar sind in der Config. Wir haben jetzt standardmäßig die 25 Stunden offen, 25 extra, damit wir so ein bisschen überlappend haben, was so am Tag abging. Wir sehen dann alle Graphen untereinander für diese Zeitspanne, die für diesen Host, der jetzt ausgewählt wurde, hier war es Localhost, oben steht es drüber, verfügbar war. Zusätzlich haben wir auf der rechten Seite die Services, die es auch noch für diesen Host gibt. Und eine Suche, um oben jetzt nochmal schnell einen anderen Host zu suchen und gewisse Aktionen, die ich mit diesen Graphen machen kann. Also noch ein PDF erstellen, Informationen anzeigen und nochmal die Zeitspanne. Wie kriegt ihr denn die Daten wieder zusammen? Du hast vorhin erzählt, dass ihr bei den Performance-Daten die einzelnen Werte jetzt in verschiedene RRD-Datenbanken abspeichern wollt. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel Roadtrip Times und die verlorenen Pakete in einer Grafik darstellen willst, musst du ja dann beide RRD-Datenbanken abfragen. Richtig, er muss jetzt beide RRD-Datenbanken abfragen, das ist aber kaum Overhead. Für RRD-Tool ist es trotzdem nur ein Aufruf. Es wird nur einmal RAD-Tool aufgerufen, es wird in beide RAD-Datenbanken referenziert und dort die Daten ausgelesen. Es sind zwei Dateien, aber das ist kein Unterschied, ob das aus einer Datei oder aus zweien gelesen wird. Das macht performance-technisch keinen Unterschied. Diese Informationen, wo welche Metrik liegt, es gibt zu jedem Service eine XML-Datei, die jetzt die Struktur nochmal darstellt. Also wie sehen die Metriken aus, was gab es an Warning, Schwellwerten, Critical Min, Max. Da steht da alles noch zusätzlich drin. Und auch, wie ist der Pfad für diese Metrik zur RAD-Datenbank. Wenn ich den Storage-Type Single hatte, habe ich ja nur eine RAD-Datenbank, da steht da immer das gleiche File drin. Wenn ich jetzt auf Multiple umstelle, steht für jede Metrik eine andere Datei drin, ein anderer Pfad. Und das ist eigentlich das ganze Prinzip dabei. Nächste Frage. Gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit, Performance-Daten von verschiedenen Hosts in einem Diagramm darzustellen, out of the box mit dem PNP von Nagios, so dass ich quasi sage, okay, von diesen 10 Rechnern hätte ich gern die CPU-Werte in einem Diagramm. In einem Diagramm. Nennt sich Special Templates, aber ich würde nicht behaupten, dass das out of the box und einfach zusammenzuklicken ist. Das ist dann wirklich Programmierung. Aber die Frage war in einem Graphen. Nicht 10 Graphen untereinander zu haben, sondern ich habe es so verstanden, also ein Image mit 10 Linien drin. Lässt sich programmieren. Nee, es lässt sich programmieren. Es gibt Funktionen, mit denen man wirklich die einzelnen Informationen rauslesen kann. Das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. In Special Templates, da könnte ich alleine 2 Stunden reden. Nur allein dafür. Aber es ist halt nichts, was man sich zusammenklickt, weil es einfach nicht so einfach ist, verschiedene Metriken, die vielleicht gar nicht zusammenpassen, in einen Graphen zu packen. Ja, es nennt sich dann Special Templates und da lassen sich beliebige, alles was programmiertechnisch machbar ist, umsetzen mit. Ich würde gerne auch noch einen Schritt zurückgehen. Du arbeitest ja auch an der OMD. Auch mit, ja. Wenn ich da das Mod-Gmin aktiviere, sind dann die Funktionen alle schon drin? Alles drin. Es wird einfach nur mit OMD-Config PNP umgestellt auf Gmin-Mode und das war's. Gerne Demo hinterher, kann ich alles vorführen. Ich hätte auch noch eine Frage zu den XML-Files. Ja. Da war die Aussage, dass da die Schwellwerte auch drinstehen, richtig, damit man ja, die im Graph darstellen kann. Wie ist es bei Schwellwertänderungen? Steht immer der letzte Stand drin. Das XML-File ist immer ein Snapshot der letzten Information, die reingekommen ist. Und so steht es da drin. Schwellwertänderungen werden nicht realisiert. Also wir schreiben nicht nochmal zusätzlich die Schwellwerte, also Warning Critical, nochmal zusätzlich ins RAD, weil das einfach viel zu viel Overhead wäre, das auch noch zu speichern. Man sieht natürlich nicht, wenn jetzt vor 4 Wochen der Schwellwert geändert wurde, hat man keinen Zacken in der Schwellwertlinie drin, weil diese Information ist weg. Man sagt einfach nur, zurzeit ist der Schwellwert bei 80%, also wird bei 80 eine Linie gezeichnet. Dass das vor 4 Wochen 70% waren, speichern wir uns nicht nochmal weg. Also jetzt Kosten nutzen wir einfach. Das würde nicht passen für große Installationen. Das ist zu viel IO-Overhead, das auch noch alles wegzumachen. Genauso, dass Leute stellen oft die Frage und sagen, können wir denn den aktuellen Status 012 auch noch abspeichern, wie der zu der Zeit genau im Nagios war? Natürlich kann man das, aber dann kriegt man keine große Installation mehr hin. Dann landet man wirklich in einer IO-Hölle. Das wird nichts. Also da müssen wir wirklich schon aufpassen, was wir da speichern.
So, das ist ein Desktop. Ja, Hostübersicht. Wenn da keine Fragen mehr sind, gehe ich zum nächsten. Eben hatten wir schon das Suchfeld, nochmal ganz kurz. Oben das Suchfeld gesehen. Das ist also auch eine Autocompletion. Das heißt, beim Tippen werden Hosts gesucht, die halt entsprechend zur Suche passen. Während der Eingabe auch dort wieder Enter drücken und man springt direkt zu dem Host, auf den man möchte. Da oben nochmal angedeutet, also irgendwo der Suchbegriff kann irgendwo drin vorkommen. DNS jetzt hier in diesem Fall, man kann es auswählen und springt direkt auf die Host-Übersicht. Ja, genau für diesen einen Host, den man jetzt haben möchte. Und muss nicht wieder zurück ins Nagios, um sich dann durchzuklickern. Wir haben dann entsprechend für die Host-Übersicht natürlich auch Service-Details, also jetzt wirklich die Details für einzelne Services. Dort sind jetzt wiederum alle Zeitbereiche und nicht nur einer untereinander. Wir haben dann auch wieder pro Service auch wieder den Weg einstellbar zurück zum Nagios, zum Isinga, zum Truck, je nachdem, was man haben möchte. Ist einstellbar in der Config, mit welchem Tool man hauptsächlich arbeitet. Ja, wir haben jetzt die 4 Stunden, die 25, das geht natürlich unten noch weiter bis auf ein Jahr. Wer mittlerweile eine Version 0.4 hat und schon 4 Jahre im System, der könnte sich jetzt auch noch einen Punkt bis 4 Jahre zurückschrauben, wenn so lange schon Daten da sind. Macht das durchaus Sinn. Im Header der einzelnen Graphen oben der Weg zurück zu den Alerts und den Availability Reports vom Nagios, um also schnell auch wieder genau für diese Zeit, die dort angezeigt wird, sich auch die Alerts und die Availability Reports vom Nagios und die Isinga anzeigen zu lassen. Wer spezielle Zeiten haben möchte, kann den unter Actions da oben auf den Kalender-Button klicken. Das blendet sich dann nochmal so ein Selektionsfeld ein, wo man nochmal direkt Start- und Endzeitpunkt eines Graphen festlegen kann. Hier über jQuery mit einem Kalender-Widget kann man Tag und Uhrzeit auswählen, Start, Ende abschicken und bekommt dann genau den Graphen genau für diese Zeitspanne. Das ist der nächste Punkt, der gerne mal benutzt wird. Und was wir auch neu eingebaut haben, ist die Zoom-Funktion. Ja, wir hatten lange Zeit die Zoom-Funktion von Cacti übernommen. In einem Pop-up-Fenster reinzoomen. Jetzt ist es so, dass jedes Bild auf der Seite direkt reinzoombar ist. Man kann einen Bereich im Bild markieren und springt genau in diesen Bereich rein. Also man kann auch in die Jahresgrafen unten runter reingehen und dort einen Monat auswählen und springt dann genau in diesen Bereich rein. Egal auf welchem Bild auf der Seite. Ja, vielleicht auch so eine Sache zum Zusammenführen von Graphen, wenn man jetzt nicht unbedingt programmieren will. Das war die Sache, was Sie sagten mit Pages. Wir haben die Möglichkeit, über das kleine grüne Plus-Symbol, was überall neben den Graphen platziert ist, einzelne Graphen zu markieren und in einen Basket zu packen, entsprechend die sich zusammenzufassen und per Drag and Drop zu sortieren und so zusammenzustellen, wie man sie haben möchte für einen Report. Wenn man halt mal schnell CPU und Disk.io vergleichen muss, dann sieht das zum Beispiel so aus. Über das grüne Plus-Symbol werden die einzelnen Graphen in den Basket gepackt. Jedes Mal, wo das Symbol ist, halt dieses Objekt. Per Drag and Drop lassen sich die Sachen im Graphen in dem Basket umsortieren und entsprechend wird hier aktualisiert. Und alles, was man dort sieht, lässt sich entsprechend auch als PDF exportieren. Ich werde oft gefragt, da würde ich jetzt gerne mal Feedback haben gleich. Es wird oft gesagt, diesen Basket würde ich mir gerne speichern. Es gibt im PNP keine einzige Funktion, die auf Platte schreibt. Das Webinterface schreibt nicht auf Platte. Und das wäre das erste Mal, dass ich damit brechen müsste. Ja? Erster Vorschlag, gut Sven. Einmal wiederholen. Also der Vorschlag war Page Definition als Text ausgeben. Ja, ich muss nochmal vielleicht weiter ausholen. Pages sind kleine Konfigurationsdateien, mit denen ich über reguläre Ausdrücke verschiedene Graphen mir für immer wiederkehrende Reports zusammenfassen kann. Dieses Basket, was wir hier sehen, ist im Endeffekt unten technisch nichts anderes als eine Page, die halt nur dynamisch zusammenklickbar ist. Das wäre der einzige Weg. Ich möchte einfach ungerne, dass das Webinterface irgendwo auf Platte schreiben muss, weil bis jetzt habe ich es immer
aus Sicherheitsgründen vermieden, dass da was gemacht werden muss. Sollte das Feature wirklich gebraucht werden, würde ich mich bereit erklären, dann nochmal drüber nachzudenken. Ja. Die Frage war, als Links auch. Als was auslegen? Als Link. Ja, genau. Das ist auch wieder dann der Page Controller, Page/Basket und dann der Name. Ah ne, Blödsinn. Jetzt Basket wirklich als Link. Oh, nee, das ist in der Session, also zurzeit noch in der Session gespeichert. Und die Session ist ja pro Browser dann halt jetzt nun mal eindeutig und hält dann halt nur eine gewisse Zeit. Und dementsprechend baut sich alles über die Session-ID zusammen. Nee, das geht dann erst, wenn wir wirklich sagen, wir speichern und wir bauen eine Funktion ein, das Basket zu speichern. Dann natürlich, dann ist es wieder in der URL drin und lässt sich dann verlinken. Dann auf jeden Fall. Ja, ich habe es eben schon angesprochen, Pages. Pages sind angelehnt an die Nagios-Konfiguration. Das ist auch Define Object, also Define Graph. Und man sagt einfach vom Host, der auf diesen regulären Ausdruck passt, der Service, der auf diesen passt, die möchte ich alle zusammen. Und man kriegt eigentlich mit relativ geringer Konfiguration wirklich jetzt seine wiederkehrenden Berichte. Gib mir mal alle Webserver-Antwortzeiten oder DNS-Server-Antwortzeiten oder einen Traffic von allen Routern, Interface 5. So Sachen sind da einfach machbar, was ich immer wieder brauche. Was in Pages auch noch möglich ist, ich kann hinter Pages beliebige PDF-Backgrounds hinterlegen. Zu PDFs komme ich noch gleich. Das heißt, ich kann auch wirklich einen Report machen für Kunden A, der sein eigenes Logo bekommt. Dann für diesen Report, das ist auch machbar. Ja, zusätzlich Informationen, wie geht es PNP selbst, ist, denke ich mal, gerade in großen Installationen wichtig. Wie viele RAD-Tool-Updates werden hier eigentlich jetzt pro Minute gemacht? Wie lange rechnet PNP? Wie sieht es ja generell aus? Haben wir über das Info-Icon unter Actions zusammengefasst. Hier wird jetzt einfach mal gezeigt, wie lange rechnet PNP eigentlich in der Minute wirklich daran. Eigentlich früher war es wirklich Runtime, weil Process Perf da wirklich jedes Mal aufgerufen wurde. Mit Mod Gearman ist es eigentlich eher Rechenzeit. Also wie lange hat das Programm wirklich gerechnet? In einer Minute haben wir jetzt hier 0,09 Sekunden wirkliche Rechenzeit. Und das Ganze für 121 Services, mein kleines Demosystem. Dort kann man halt immer mal sehen, wie geht's meinem Datensammler und PNP eigentlich selbst und muss ich da vielleicht jetzt mal was tun. Auch wieder ein ganz normaler Graph. Alle anderen Aktionen, wie gezeigt, zählen auch hier. PDF-Export hatte ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Auf jeder Seite, die dargestellt wird, genau so wie es dargestellt wird, lässt es sich als PDF exportieren. Der PDF-Hintergrund ist nichts anderes als auch wieder ein PDF, das in den Hintergrund gelegt wird. Die Graphen werden einfach davor gelegt. Das heißt, man kann wirklich dort sein eigenes Layout hinterlegen. Kann jetzt in der neuesten Version auch die Seitenbreite, die Margins noch einstellen, wie viel man wirklich Header und Footer haben möchte. Und entsprechend wird das PDF gebaut. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, für Pages individuell anpassbar, in der Config-Datei nochmal überschreibbar. Nochmal ein ganz toller Screenshot, also jetzt von einem Acrobat Reader Nummer innen drin. Was wir jetzt hier oben sehen, das PNP-Logo und die Rahmen kommen wirklich aus dem Hintergrund-PDF und nur der Text und die Graphen werden oben drüber gelegt. Das heißt, alles, die Rahmen könnt ihr selbst austauschen, euer eigenes PDF da reinlegen. Ja, kommen wir zum nächsten. Dann nehmen wir noch mal eine Frage dazwischen, bevor ich damit weitermache. Augenblick bitte, bis das Mikro da ist. Gibt es auch ein Plugin, mit dem man diese Werte, die man vorhin in den Graphen gesehen hat, in Nagios wieder überwachen kann, mit irgendwelchen Schwellwerten? Die kommen ja aus Nagios, also anders können sie ja nicht reinkommen, oder? Nein, die PNP. Von den die Runtime-Statistiken? Ja, genau. Nein. Feature Request.
Es war noch nie notwendig, sie also, zu überwachen. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist es ja darum gegangen, ob man diese Trends aus den IIT-Datenbanken wieder in Nagios mit überwachen kann. Das war die Frage, oder? Also, so wie ich das verstanden habe, ging es um diese Runtime-Statistiken, die wiederum überwacht werden sollen. Also wie lange braucht Process Perf-Data selbst, wie, wenn da also dort die Rechenzeit über 30 Sekunden gestiegen ist, dass ich dort dann auch im Nagios einen Alarm habe. Durchaus sinnvoll. Jetzt ziehe ich meinen Kommentar zurück. Ja, so habe ich das verstanden. Ne? Okay, das Nicken kommt. Dann sind wir wieder hier. Ich kann gar nicht sagen, mit welcher Version wir das eingeführt haben. Ich glaube, es war die 06.14 oder 15. Haben wir angefangen, so eine kleine mobile Seite zu machen. Einfach so für alles, was wir eben gesehen haben, diese Host-Übersicht, Service-Übersicht, die ganzen Services für mobile Devices etwas anzubieten. Das Ganze, weil PMP von Nagios sowieso das Webinterface auf jQuery basiert und jQuery UI, haben wir jetzt hier mit jQuery Mobile halt für mobile Devices komplett mal eine Webseite geschrieben. Mal so als Einstieg komplett. Automatische Umleitung erfolgt je nach Browser, ist einstellbar in der Config PHP, auf welchen Browser-String man reagieren soll und wann auf das mobile Interface umgeleitet werden soll. Standardmäßig ist da, glaube ich, iPhone und Android irgendwie drin. jQuery Mobile unterstützt eigentlich die gängigsten Smartphones zurzeit. Wir haben jetzt auch wieder hier Hostliste mit Filtern. Wenn man den einzelnen Host anklickt, springt man entsprechend auf die Serviceliste gleich mit kleinen Previews der Graphen, um wirklich auf mobilen Devices jetzt die Klickpfade ein bisschen kurz zu halten. Und entsprechend, wenn man dann halt sich die Details anguckt, die einzelnen Graphen. Was natürlich hier im mobilen Interface schlecht geht, ist jetzt reinzoomen, weil das wird ein bisschen schwierig JavaScript da jetzt noch irgendwie in die Graphen reinzuzoomen. Aber ich nutze das ganz gerne, wenn man mal unterwegs ist, wirklich mal Infos zu kriegen über seine Systeme. Die einzelnen Listen sind oben auch wieder filterbar. Das ist aber auch eine Funktion, die jQuery Mobile so mitbringt. Das ist auch nichts Besonderes. Was aber allerdings so ist, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail-Notification sende und dort einen Link zu PMP von Nagios mit einbaue für meine Kunden, für meine Admins, je nachdem, wie er die Mail liest, ob er sie von seinem Mobile-Device liest, springt er gleich auf das mobile Interface. Das heißt, die URL ist weiterhin gültig, nur er springt halt auf die mobile Variante und nicht auf die klassische. Ja. Dann würde ich jetzt gerne mal Richtung Templates gehen, was wir uns da so ausgedacht haben im letzten Jahr. Templates, wie bei Kakti eigentlich auch, Templates ja, bestimmen, wie ein Graph auszusehen hat. Was PNP nur tut, wir sind der Meinung, das Check-Kommando, das ich im Nagios definiere, hat immer direkten Einfluss auf den Graphen. Wenn ich also ein Check-Kommando habe, Check HTTP, dann sollte der Graph immer, wenn er auf diesem Kommando basiert, auch immer gleich aussehen. Warum soll der anders aussehen? Die Daten stammen immer vom gleichen Plugin, also ziehe ich auch immer das Template, was zu diesem Check-Kommando passt. Das heißt, Templates sind PHP-Dateien, die einfach den Aufruf von RD-Tool so definieren, dass das so schön passt, wie wir es gesehen haben. Hoffentlich schön passt. Die ganzen Templates sind in PHP geschrieben, sprich, wer PHP programmieren kann, kann da sich austoben drin. Er kann auch wirklich Funktionen schreiben, die nochmal die Daten manipulieren. Wird gerne mal gemacht oder es werden riesen Templates gemacht, die anhand der Metrik unterschiedliche Graphen erzeugen. Also da ist keine Grenze gesetzt und das war auch von Anfang an so. Und war auch gewollt, dass wir dort nicht die ARD-Funktionen einschränken, irgendwie durch unsere Templates, durch eine eigene Template-Sprache. Unten auch wieder die Links zur Doku, wo Templates beschrieben werden. Und ganz wichtig, die Hauptdokumentation dieser ganzen Funktionen in den Templates sind wirklich 1:1 RAD-Tool-Dokumentation, weil im Endeffekt wird nur der Aufruf von RAD-Tool im Endeffekt in einem Template geschrieben. Also das Ganze nicht so einfach ist, haben wir das ein bisschen in Helferklassen gekapselt
um einfach das Schreiben von PMP-Templates ein bisschen zu vereinfachen. So ein bisschen Fehler beim Quoten von Anführungszeichen, so Geschichten einfach ein bisschen auszumerzen, einfach ein bisschen einfacher zu machen. Oder auch Sachen umzusetzen, die so einfach mit RAD-Tool nicht möglich wären. Ich bringe jetzt einfach mal so ein paar Beispiele. Sachen, die wir so Graphen, die man immer mal wieder sieht, wo man sich gar keine Gedanken macht, was da eigentlich RAD-Tool hinten alles tun muss, damit das so mit einem Farbverlauf aussieht. Weil RAD-Tool kann keine Farbverläufe. RAD-Tool zeigt einfach nur eine farbige Fläche. Um sowas hinzukriegen, legt man mehrere Farben mit, also die Werte teilt sie zum Beispiel durch 20 und legt die einzelnen Stufen übereinander, um diesen Effekt zu erzeugen. Das heißt, das sind 20 Aufrufe übereinander, die dann diesen Farbverlauf erzeugen. Um das jetzt nicht 20 Mal im Template immer zu wiederholen und zu rechnen und zu machen und zu tun, haben wir das entsprechend in eigene Funktionen gekapselt, die es jetzt so in RAD-Tool nicht gibt, die Gradient-Funktion, indem man einfach sagt, ich habe eine Startfarbe, ich habe eine Endfarbe und wie oft will ich meine Farbabstufungen wiederholen. Das sind Sachen, die so einfach mit RAD-Tool nicht machbar sind. Und ich hoffe, dass ich da noch ein bisschen Feedback kriege, was da noch mit reinkommen kann. Die Hauptfunktion muss ich nochmal ganz lobend den Stefan Trieb erwähnen, der immer wieder diese Funktionen mühselig baut und dann mit eincheckt und uns einfach zur Verfügung stellt. Der ist da richtig fit, wenn es um so RAD-Tool-Tricks geht. Auch wieder ein Punkt, eigentlich eine Funktion, die RAD-Tool selbst mitbringt, um unten die Legende zu schreiben. Allerdings wäre jetzt alleine, um die Legende für RX hier unten zu schreiben, wären drei Zeilen notwendig, nämlich für Max, Average und Last. Also haben wir die Funktion ein bisschen gekapselt und wir können ein Array übergeben, also eine Liste, was denn hier dargestellt werden soll. Und die Funktion kümmert sich auch selbst schon drum, dass das auch wirklich untereinander steht, ne? Beim Punkt, dass es nicht anfängt zu flattern, wie das von Hand geschrieben öfter mal der Fall ist. Ganz unspektakulär, aber hilfreich, einfach eine kleine Funktion, die zum Beispiel das Label, hier haben wir jetzt natürlich nur RX und TX, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich jetzt ein langes Label habe, was mir jetzt einfach den ganzen Graphen sprengen würde, weil es die halbe Legende belegt, kann ich mit Cut sagen, schneid mir das mal beim fünften Zeichen ab oder fülle es auf 5 Zeichen auf, damit ich keine ausgeflatterte Legende unten habe. Das sind so kleine Sachen, aber die machen es halt einfacher irgendwo beim Template-Schreiben, damit man das nicht immer wieder tun muss. Ja, auch wieder eine Funktion, die Stefan Trieb dazu gepackt hat. Ticker. Tick ist eine Funktion von RAD-Tool, um die komplette Fläche eigentlich hinten einfärben zu können. Und wir haben das jetzt mal so gemacht, dass wir einfach nur damit das Überschreiten von Warning- und Critical-Schwellwerten so ein bisschen hier ins Auge sticht, an welcher Stelle das war, gibt es die Ticker-Funktion, die uns jetzt einfach im oberen Bereich, je nachdem wie die Warning- und Critical-Schwellwerte waren, gewisse Farb Codes oben einblendet, um schnell zu sehen, hier war eine Überschreitung der Schwellwerte. Hier war eine Frage? Nö, hier wird errechnet. Aber du hast. Ja, das ist richtig, klar. Also Warning- und Critical-Schwellwerte speichern wir nicht, wie sie sich verändert haben. Das ist der letzte. Der letzte aktuelle Schwellwert wird so hier dargestellt. Das ist richtig. Also wenn die geändert werden, das können wir nicht auch noch speichern, die Zeiten, wann da wirklich geändert wurde. Ich habe eine Frage zum durchschnittlichen Anstieg. Das musst du mir auch aus dem Internet irgendwie zusammenklauben. So eine Funktion wie der durchschnittliche Anstieg dieser Grafiken auf die Länge der Grafik bezogen. Denkt ihr mal über sowas nach? Oder? Also, dass man zum Beispiel am Ende sehen kann, wann wird ungefähr die 100% erreicht mit so einer verlängerten Linie, mit diesem durchschnittlichen Anstieg. Ja. Das sehe ich eigentlich so. Es gibt da Funktionen, aber die sind so komplex, da habe ich mir noch nie, Gedanken drüber gemacht, die wirklich zu implementieren. Aber das wäre natürlich auch eine Sache für so Hilfsfunktionen. Es gibt eine Funktion Trend. Ich glaube, die benutzt Matthias Kettner auch in seinen Templates. Das ist eine eigene. Das ist die eine Sache. Es gibt eine andere. Ja, Trendberechnung, für die muss man aber die RAD-Datenbanken ändern. Und das ist nichts, was ich nachträglich einschalten kann.
Und das ist mit ein Grund, warum wir das eigentlich auch nicht so mit anbieten, weil man muss es wirklich vorher wissen, dass man das genau dafür braucht. Und das ist dann wirklich nochmal eine extreme Berechnung, jedes Mal, wenn ein Update erfolgt in der Datenbank. Ja, Ticker, und das gleiche haben wir nochmal mit Alerter, wo wir jetzt wirklich den Graphen entsprechend nach Schwellwerten einfärben können. Das sind so Sachen, ich schätze mal, das wären jetzt eigentlich so 8 bis 10 Zeilen RAD-Tool-Aufruf, den wir hier jetzt in eine Funktion gekapselt haben, um es einfach nicht immer wieder tun zu müssen. Ja, dann wäre ich durch mit den Templates, was da so Neues passiert ist in letzter Zeit. Dann würde ich gerne zum letzten Punkt kommen, der mir da ziemlich am Herzen liegt, das ist der ganze Support um PNP. Ich meine, wir betreuen das Projekt seit 2005 bis heute. Schon ketzerisch gesagt, ich habe so einige Grafer kommen und sie gehen sehen. Aber der Support ist halt nicht immer einfach, weil wir haben am Anfang gesehen, es gibt 5 verschiedene Modi, wie kann ich PNP konfigurieren oder wie kann ich meinen NAIOS Isinga konfigurieren, und das muss halt auch alles zusammenpassen. Und um das ein bisschen zu vereinfachen, haben wir ein Verify-Skript geschrieben, dass man einfach auf seine bestehende Konfiguration ansetzen kann, was mir einfach sagt, ja, das ist alles richtig konfiguriert oder da ist ein Fehler drin, den man manchmal nur müßig findet. Und für uns einfach die Hilfe, dass wir nicht immer die gleichen 10 Fragen stellen müssen, sondern dass wir sagen, hier, gib mir mal die Ausgabe von dem Verify-Skript und dann sehen wir schon, wie dein System aussieht, wie es konfiguriert ist, wie es sein sollte und wie es tatsächlich ist. Das ganze Skript gibt es auf einer eigenen Webseite und wir haben es auch wirklich getrennt von der PNP for NAIOS Version entwickelt. Das ist zwar mit dem Code drin, wird aber bei jeder Änderung im Git automatisch neu erzeugt, das Skript, sodass man nicht immer erst ein PNP updaten muss, um das neue Verify-Skript zu kriegen, und wir halt, wenn wir einen neuen Fehler gefunden haben, irgendwie das Verify-Skript ändern wollen, dass wir nicht immer eine neue PNP-Version rausbringen müssen. Da haben wir das einfach entkoppelt. Das heißt, man kriegt das auf verify.pnp4nagios.org zum Download, und im Endeffekt die 3 Optionen sollte jeder in seinem System kennen. Ja, also was will ich eigentlich für einen Mode? Welchen habe ich mir denn ausgesucht? Es sind nur 4, weil Gearman ist ganz, ganz schwer zu prüfen. Das ist alles so weit verteilt. Also die 4 Modi können wir prüfen. Das sollte man wissen. Dann sollte ich meinen Pfad zur NAIOS CFG oder Isinga CFG kennen, weil wir machen nichts anderes mit dem Verify-Skript als das, was man als Admin auch tun würde. Ich gucke in die Config-Datei, gucke, wie sind dort die Optionen gesetzt, gucke, wie ist das auch alles richtig, passt das auch mit der Doku zusammen, mal ist das alles schlüssig. Und zum Schluss brauchen wir noch den Pfad zum PNP-Config-Verzeichnis, weil dort halt auch entsprechend die Config-Files für den NPCD und für Process Path Data liegen. Und das war's eigentlich. Und wenn ich das so ausführe, bekomme ich farblich schön gekennzeichnet eine Ausgabe, ob mein System richtig konfiguriert ist, was alles geprüft wird. Das ist eine sehr detaillierte Ausgabe. Und zum Schluss nochmal ein Hinweis, Größe des Systems, wie viele RAD-Datenbanken gibt es, sollte man vielleicht nicht doch vom Sync-Mode mal vielleicht doch auf einen anderen gehen. Da kommen noch mal so ein paar Tipps zum Schluss. Aber eigentlich, wenn Support angefragt wird oder im Forum gefragt wird oder eine Mail kommt, dann bitte die Ausgabe von dem Verify-Skript bis zum Abbruch komplett, bis zum Fehler komplett mitschicken. Das macht es uns allen einfacher, darauf zu antworten. Und wir müssen halt nicht zu viele Fragen stellen, wie das System im Endeffekt aussieht. Das noch so als Bitte, wenn man Probleme hat und eine Frage stellt. Ich würde gerne wissen, wieso muss ich den Mode angeben? Der wird doch in der Hauptkonfigurationsdatei schon drinstehen. Nein, da steht nirgends drin. Der Mode. Er wird sich leicht ermitteln lassen. Nee, er lässt sich nicht ermitteln. Das ist ja das Schlimme dabei. Das ist alles eine Konfiguration im NAIOS oder im Isinga. Wenn ich 2 Optionen in der NAIOS-CFG setze, dann benutze ich den Sync-Mode. Wenn ich die folgenden 4 oder 5 setze, dann ist es ein Bulk-Mode, weil einfach das andere Optionen in der NAIOS-Config sind. Wenn ich aber beide mixe, habe ich ein Problem. Doch, das muss man wissen. Also weil ich kann PNP nicht konfigurieren, wenn ich nicht weiß, welchen Mode ich überhaupt benutzen will. Das geht nicht. Das muss ich wissen. Das muss man entscheiden.
Nee. Ja, das kann natürlich auch passieren. Das ist zu sagen, ich stelle das so ein, wie es in der Doku für Sync steht. Wir prüfen es und sagen, ja, nee, stimmt aber eben nicht. Dann bricht er ab und sagt, nee, also diese Option ist in diesem Mode nicht gültig. Oder es gibt eine Kombination, die einfach dafür sorgt, dass Daten doppelt ermittelt werden. Das ist nämlich, dass eine Kombination ist aus Sync und Bulk, die jetzt beide gleichzeitig was tun und dann löscht das eine die Daten von dem anderen und das funktioniert nicht. Aber das ist wirklich ein Punkt, man gibt nicht irgendwo an, ich möchte den Mode A benutzen und das ist alles. Man muss wirklich nahe schon sagen, was man tun will. Ja, das ist also wirklich, wie so ein PNP-Mode konfiguriert wird, das ist wirklich Nagios Sache. Das ist nichts, was PNP tun muss. Da ist eigentlich alles, da ist eigentlich kaum was zu machen. Man muss nur Nagios sagen, was es tun soll. Da hinten ist noch eine Frage. Wenn das fertig war, sorry. Ja, okay. Das war eigentlich eine Anmerkung dazu. Wenn man jetzt nicht weiß, was der Kollege vielleicht hatte konfigurieren wollen, dann kann man das Verify-Skript ja mit allen vier Optionen aufrufen und sehen, vielleicht passt es ja auf dem einen. Gute Anmerkung. Also das funktioniert bestimmt, wenn alles bereits funktioniert und man will es nur rauskriegen. Wenn man aber ein Problem hat, dann hat man vier Probleme und weiß nicht welches. Ja, hier vorne. Entschuldigung, eine Frage. Oh, sorry. Eine Frage zum Export. Es gibt ja die Möglichkeit, CSV-Daten zu exportieren. Ja. Warum gibt es das nicht als Button? Gibt es einen bestimmten Grund? Weil meine User checken das nicht. Die Antwort ist einfach, ungetestet. Bitte? Es ist einfach ungetestet. Ich habe noch null Feedback über diese CSV-Exportfunktion. Die habe ich mir mal ausgedacht. Vielleicht könnte sie sinnvoll sein für irgendjemanden. Aber ich habe noch nie Feedback bekommen, ob sie benutzt wird. Wenn jetzt Leute sagen, das benutzen wir immer, das ist super, baue das doch irgendwo als Button ein, dann können wir das zum Beispiel in der Config so einbauen, dass sie sagen, ja, für meine Installation möchte ich diesen Button haben. Und andere können den halt ausschalten, damit es die User nicht verwirrt. Können wir einbauen, klar. Nur im Augenblick, also ich benutze es selbst nicht, deshalb ist es immer so eine Sache. Ja, die Funktion gibt es. Aber funktioniert sie denn? Dann wäre das auch schon mal ein Feedback. Ja, gut. Ja, sie funktioniert, aber es benutzen die wenigsten, weil es keinen Button gibt. Ja, okay, dann bauen wir den Button ein. Und sie ist auch nicht dokumentiert. Auf der Homepage schon, oder? Irgendwo ist gefunden. Oder ehrlich, im Forum. Ist irgendwo so. Ist gefunden, weil sonst wüsste ich es nicht. Im Code. Okay, hier vorne war, glaube ich, noch eine Frage irgendwo. Im vorigen Thema. Wieso gibt es nicht einfach eine Option, wo man quasi mitgibt, wo liegt die Nagios-Config oder wo Nagios-Config, was auch immer, als Alternative zu dem dedizierten Angeben vom Mode? Weil ich eigentlich keinen bevormunden möchte, das so zu tun, wie ich es mir vorstelle. Es gibt so viele Gründe, es genau in meinem System vielleicht ein bisschen anders zu machen. Und das ist einfach, sage ich mal, eine Grundfunktionalität von Nagios und Isinga. Diese Performance-Daten-Routinen. Und wir benutzen sie nur. Wir sagen einfach nur, wenn du PNP so benutzen möchtest, dann musst du Nagios so einstellen. Das ist nicht so einfach. Ich möchte eigentlich keinen bevormunden. Und vor allem, ich müsste die Config ja ändern für den User. Ich müsste ja die Nagios-Konfiguration ändern. On the fly. Wie soll ich das tun? Während der Installation? Wie sollen das Paket-Maintainer machen, wenn jetzt ein Paket installiert wird? Wenn jetzt hier SUSE-Paket, soll dann das SUSE-Paket die Nagios-Konfiguration ändern? Und dann geht es schief und dann passt es nicht. Das Check. Um festzustellen, in welchem Modus sich quasi dann das Nagios befindet. Und dann wird sie hier eine alternative Option für das Thema Mode, wo man dann quasi sagt: Match. So nach dem take what Nagios has oder was weiß ich was. So nach dem Motto: Ich weiß nicht, was ich getan habe, genau, aber sag mir doch mal, was könnte es denn sein? Genau, korrekt. Nee. Ja. Nein, sorry, dagegen. Ich glaube, da war auch gerade ein Missverständnis beim Fragestellenden, weil die Option Config angeben gibt es ja. Ja. Bloß genau die Config soll ja geprüft werden. Genau, das muss ich halt haben. Aber ich muss wissen, gegen was soll ich es denn prüfen? Gegen welche Art der Konfiguration? Den Mode muss ich haben, das geht nicht anders. Der Rest wäre raten. Und damit verwirre ich wieder die meisten. Habe ich vielleicht falsch geraten? Muss ich dann wieder ein Skript für schreiben, ob ich richtig geraten habe?
Also im Endeffekt wäre ich jetzt mit meinem Vortrag durch. Zeit für weitere Fragen gerne. Ich bin da, sprecht mich an, gar kein Thema. Wenn es noch um Templates geht, ich weiß, das ging jetzt alles sehr schnell und das Thema ist einfach so komplex, dass man sich das auch gerne nochmal, dass wir uns das gerne nochmal irgendwann im Demosystem angucken können. Wir können uns auch gerne nochmal anschauen, wie das mit ModGearMan in einer UMD-Instanz aussieht. Wir können da gerne mal ein bisschen hin und her spielen. Sprecht mich einfach an. Und da kommen die letzten Fragen, glaube ich, noch hier. Ich steige gleich mal ein hier. Ach so, okay. Gibt es irgendeine Art von Housekeeping-Funktion? Also sprich RD-Files, die einfach nicht mehr aktualisiert werden, die man im PNP selber auch wieder rauslöschen lassen kann? PNP selbst nicht. Es gibt ein Plugin, Check RADs, das ist mit dabei. Da kann man einfach sagen, prüf mir mal bitte meine ganze PNP-Installation und wenn du RADs hast, die älter sind als 2 Tage, liste mir die auf und dann gibt es wenigstens eine Liste. Aber ich möchte ungern dem User Dateien löschen. Das soll er schon selbst entscheiden, welche gelöscht. Aber es gibt einen Check, der mir auflistet, welche sind veraltet. Okay, aber das könnte ich auch über das Dateisystem und dann über einen Zeitstempel der Datei machen, oder? Aber Vorsicht, wenn der RAD-Cache-Daemon im Einsatz ist, weil der schreibt ja nicht sofort, also nicht sagen, was älter ist als eine halbe Stunde, weil es könnte gut sein, die sind noch im Cache. Mir geht es eher um Sachen, nicht, die älter sind als ein halbes Jahr, oder? Ja, das ist überhaupt kein Thema. Feind durchs Filesystem, alle RADs und alle XMLs, weg damit. Und das ist der Punkt, da müsste ich auch die XML-Files mit rauslöschen. Die beiden weg und dann, es gibt auch keine andere Stelle, irgendeinen Cache, den man noch aufräumen müsste oder so. Einfach die Dateien löschen und das war's. Es wurde ja vorhin gesagt, dass die RAD-Files jetzt getrennt sind, also nach den einzelnen Sachen, die man da überprüfen will. Gibt es auch die Möglichkeit, den RAD-Files zu sagen, also du hast jetzt einen Zeitstempel, kommst alle 5 Sekunden Daten, und du bekommst nur alle 10 Minuten Daten, weil ich das eine System nur alle 10 Minuten prüfe und das andere, da brauche ich aber die Daten alle 2 Sekunden. Zum Beispiel Replikationsleck von einer MySQL, von MySQL-Slave. Standardmäßig sind die RAD-Datenbanken mit einem 1-Minuten-Raster für die erste Woche, glaube ich, angelegt. Muss man genau reinschauen. Man kann diese Round-Robin-Archivdefinitionen pro Service ändern. Dafür braucht man aber ein bisschen RAD-Tool-Know-how, um zu wissen, wie stelle ich mir das genau ein. Ne? Wie oft kommen Daten rein, welche Raster möchte ich haben, wie möchte ich konsolidiert haben, wie lange möchte ich aufheben. Da muss man sich drüber Gedanken machen. Ich habe versucht, einfach da eine Definition zu finden, die meisten User eigentlich, mit denen die meisten eigentlich zufrieden sind. Natürlich lässt sich da im Spezialfall nochmal optimieren. Also, es gibt ja eine zentrale Konfigurationsdatei, wo die Standards drin sind für die RAD-Files. Es gibt für jedes Check-Kommando lässt sich eine eigene Config-Datei anlegen. Also pro Check-Kommando lässt sich definieren, wie das Layout der RAD-Datenbank aussehen soll. Also gut, nochmal Dokumentation lesen. Ja. Aber pro Check-Kommando halt immer. Das ist immer so ein Prinzip von PNP. Die Templates sind pro Check-Kommando und so Aktionen entsprechend auch. Die letzten Jahre hast du immer versucht, die Performance mit dem RAD-Cache-Daemon zu steigern. Da habe ich jetzt in dem Vortrag gar nichts von gehört, außer gerade in der Antwort. Also Das macht keiner mehr anders. Okay. Also trotz GearMan trotzdem noch RAD-Cache-Daemon. Naja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der RAD-Cache-Daemon ist dafür da, den Disk-IO zu minimieren. Dass nicht jedes Mal, wenn RAD-Tool ein Update macht, viele, also 8 bis 10 Blöcke irgendwo auf Platte geändert werden müssen, sondern es wird erstmal gesammelt und dann wird das on Block weggeschrieben, um einfach Disk-IO zu minimieren. Das hat jetzt nichts mit GearMan zu tun, mit der Konfiguration. Im OMD haben wir von Anfang an den RAD-Cache-Daemon an. Das Ding ist stabil, absolut genial, also sollte man auf jeden Fall nutzen. Ich glaube, PNP war auch eins der ersten Tools, die es überhaupt den RAD-Cache-Daemon unterstützt hat. Ich weiß nicht, wie es bei Kakti aussieht, aber ich glaube, wir nutzen auch. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu den Templates. Gibt es sowas wie Template Forge oder irgendwas, also wo man Templates sammeln kann und sich suchen? Ja, wir haben auf docs.pnp.org einen Abschnitt Template Exchange. Wird allerdings nicht richtig angenommen. Das ist, da kommt mal ein Template rein, die Franzosen sind recht aktiv bei der Sache, dass da immer mal Templates reinkommen.
aber wer Templates selber geschrieben hat, einfach einen Account klicken in dem Wiki und die Templates hochladen, gerne. Ne? Also einfach mit rein. Ich glaube, da drüben sind genug Templates, oder? Ja, einfach mal eine Mail schreiben, wenn es Sachen sind, die einfach standen, die auch für die meisten User dann wirklich sinnvoll sind, packen wir die mit in das Paket rein, dann liefern wir sie mit aus. Gar kein Thema. Ja? Feedback ist alles. Also. Gibt's Best Practice für den NFB-Check? Also ich dachte, der Command meistens gleich. Ein NRP-Check-Command, weil da ist ja der Command meistens gleich, wenn man den dynamisch aufbaut. Ja gut, aber man hat Argumente. Ne? Also ich mache das so, dass es einfach ein Kommando-Check-NRP gibt und das erste Argument, was ich übergebe, ist zum Beispiel dann ein Check-Prox, was ich auf der Gegenseite ausführe. Und dann lässt sich über Custom-Templates im PNP sagen, pass mal auf, wenn da ein Check-NRP kommt, dann wandelst du aber das Template um in Check-NRP plus das erste Argument oder nur das erste Argument. Und damit ist das Problem erledigt. Perfekt. Danke. Es ist erledigt, wenn man Argumente benutzt und mit den Argumenten auch wirklich dann das Template zuordnen kann. Also man kann es überschreiben, dass es nicht mehr das Check-Kommando ist, sondern eins der Argumente. Hi, was ich vermisse immer, wenn ich komplexere Templates habe, ist ein Debug-Modus. Ja, den gibt also es aber auch. Mittlerweile nutze ich die Kommentarteile, um mir Variablen auszugeben, aber das wäre mal eine nette Erweiterung. Gibt es, kann ich dir zeigen nachher. Okay, danke. Können sich vielleicht alle mit Fragen melden, der muss nicht immer von einem Ende des Saals zum anderen rennen. Das ist Prinzip. Ich kenne die Check-Pages jetzt so noch nicht, also die Page-Zusammenstellung, ja. Aber gibt es eine Möglichkeit für alle Check-Arten der gleichen Service-Checks eine konsolidierte Seite zu sehen, dass man jetzt zum Beispiel alle Pings, wenn man es dann brauchen würde, zusammen sieht von allen Hosts nur Service-Checks? Anhand des Check-Kommandos? Ja. Ja, das müsste funktionieren. Ja. Aber nicht irgendwie schon angebaut. Bin ich gerade ein bisschen unsicher, aber es müsste gehen. Also sozusagen als Host-Stern, als Service-Stern, also irgendwas, Regex. Ja, ich weiß, Stern ist kein Regex. Und dann halt das Check-Kommando angeben, was man haben möchte. Aber das können wir uns gerne nochmal anschauen. Ich bin gerade unsicher, ob das nur aufs Check-Kommando geht, aber ich meine schon. Na denn? Da hinten noch? Frank, das nehme ich dir übel. Für ein Upgrade auf die 06 hast du einen neuen Pfad PNP von Nagios. Ja. Muss das sein? Also, oder? Sonst hätte ich es nicht gemacht, ja. ich kann jetzt nicht weiter auch in User Local PNP oder Nagios PNP oder so. Oh. Ja. Doch, es geht noch. Man muss da nur genau aufpassen, dass man sich nicht irgendwie alte Fragmente der 04er dann denkt, die wären immer noch gültig und werden von der 06er gar nicht mehr benutzt. Wenn ich nur 04er vorher irgendwo wegpacke? Ja, so? Natürlich geht das. Und man kann mit den Configure-Optionen, wenn man sich selber baut, PNP, ne, Configure-Help, kann man wirklich jeden Pfad genauer einstellen. Und dann kann man es auch wieder so bauen, wie es mit der 04 war. Wir sind nur davon weggegangen, das in das Nagios reinzumixen, weil es kam dann Isinga, es kamen die Paketbauer, die sagen, nee, wir wollen das lieber jetzt komplett als eigenes Paket und da hat es einfach keinen Sinn mehr gemacht, das mit in das in diesen Nagios-Pfad mit rein zu packen. Ja, weil der Bürger hat mir User Local Nagios als Cluster-Pfad angelegt. Ja, jetzt habe ich ein Problem. User Local Nagios PNP von Nagios nochmal drunter und darunter dann die Struktur anfangen. Also nur den Präfix sozusagen in den Cluster, in den Cluster legen und dann passt halt auch wieder die Doku, ne? von der 06er, weil sonst muss man immer wieder gucken, ja, wie habe ich das gemacht, wo könnte die Datei bei mir liegen? Also dann lieber eine zusätzliche Ebene, über einen Präfix einfügen. Ich glaube, dann passt es auch mit der Doku besser. Passt es auch, danke. Ja, macht es einfacher. Ja, genau, war der Tobi, aber ich hätte es dir auch beantwortet. Gut. Recht herzlichen Dank. Spannender Vortrag. Hier vorne ist noch eine Frage. One more question. Okay. Hallo.
Hallo, gab es mal Überlegungen, eventuell die Ergebnisse, Results noch weiter zu erweitern, ähnlich wie Smokeping zum Beispiel? Hat natürlich die Voraussetzung, dass mehrere Checks gleichzeitig ausgeführt werden müssen, vielleicht 3 bis 5, sage ich mal. Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz verstanden. Also ich bin Fan von Smokeping. Oh, ich kenne es gar nicht. Da wird die... Ja, dann wird es schwierig. Das ist schwierig zu erklären. Es werden mehrere Pings abgesetzt, ich sag mal 20 per Default. Und dann wird nicht nur die Laufzeitlänge von einem Result eben ausgewertet, sondern von 20 insgesamt. Mhm. Und grafisch über Verläufe von übereinander gelegt. Genau, übereinander gelegt. Ja. Und die Idee ist jetzt eben, das in PNP genauso einzubauen. Das ist nichts, was PNP machen muss. Wenn mir also ein Plugin, also PNP ist ja gekoppelt irgendwie mit Nagis oder Isinga, das heißt, da kommen Performance-Daten rein. Und wenn ich 20 Performance-Daten für 20 Einzelpings kriege, dann lässt sich das im Template wiederum wieder so darstellen, wie auch Smokeping es machen würde. Also ich kenne jetzt nur so die Grafiken, wie Smokeping so grob aussieht. Und dann lässt sich das natürlich mit RAD-Tool-Mitteln wieder genauso machen, weil Smokeping setzt ja auch auf RAD-Tool auf, ne? Oder? Ja, ja, genau. Dann, wenn die Daten da sind, dann darf ich halt nicht nur eine Metrik haben, dann muss ich halt 20 schicken und muss diese 20 halt im Graphen. Ja, genau. Gab es da Überlegungen schon mal? Naja gut, das ist einfach ein Template bauen. Okay. Ne? So, jetzt der dritte Versuch, der Versuch der Verabschiedung. Ja, Dankeschön.